Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir machen den vierten Part, das ist der 100% Run und wir holen hier wirklich alles und wir werden jetzt folgendes machen, wir geben jetzt noch das Passwort hier ein, damit wir uns einiges ersparen. Es ist das zweite Passwort, einfach das hier, dann den dünnen Balken, dann das hier und dann den dicken Balken, Enter. Dadurch sparen wir uns einiges an Lauferei und ja, das wollen wir auch. So, dadurch können wir jetzt gleich hier nach links gehen. Hier ist übrigens noch eine Pflanze. Die kannst du hier zum Beispiel reinmischen. Zack. So, dann gehen wir mal dahin. Und jetzt können wir das Ganze schon mischen. Einfach die Verteilerkartusche rein. Das Rätsel ist easy. Einmal hier drehen, reinlassen. Hinten drehen, Mitte drehen, reinlassen und jetzt nochmal dasselbe, hinten drehen, Mitte drehen, reinlassen. Ganz easy, also das ist wirklich leicht. Jetzt müssen wir die Kartusche noch kühlen. Hier übrigens ganz wichtig, eine Datei, diese bitte mitnehmen, sonst kriegst du den Erfolg nicht. Hier ist eine Granate, die kann ich nicht tragen. Aber was ich tragen möchte, ist dieses Pulver. Deswegen schmeiße ich jetzt mal das Kraut weg. Das nehme ich mit, weil wir kriegen gleich noch ein Pulver. Und das sind 60 Schuss dann insgesamt, weil das sind große Tuben. Okay, hier raus. Dann hier nach links. Jetzt brauchen wir noch die Map. Aber falsche Waffe. Falsche Waffe. Ich wollte eigentlich... Oh, passt. Dann grill ich die alle beide. So, das müsste reichen. Genau, das reicht. Mal reinladen. Ja, ich werde jetzt erst einmal Flammenwerfer benutzen, damit ich mehr Platz habe im Inventar. Wenn du hier runterkommst, hier gleich nach links, da ist eine Map. Und hier ist, wie gesagt, hier Schießpulver groß. Das kann man mischen, dann kriegt man 60 Schuss. Ah ne, 50 Schuss sind es. Aber trotzdem, 50 Schuss ist schon echt viel. So. Jetzt kriegen wir es gleich noch mit einem Licker zu tun. Deswegen nehme ich jetzt erst einmal noch die Schrotflinte. Hier so rein. Hier haben wir nochmal Munition. Kann ich leider noch nicht tragen. Okay, dann nehme ich doch meinen Flammenwerfer. Hier wäre das Passwort gewesen. Da können wir noch nichts machen. Jetzt Achtung. Also hier ist nochmal Heilung. Jetzt kommen gleich die Licker. Zwei Stück. Und noch Haufen Zombies. Deswegen versuchen wir hier vorbeizukommen. Und einfach zu fliehen. Und dann aus dem Raum heraus die zu killen. Weil die sind einfach zu krass. So, da kommt er. So, den haben wir erwischt. Kann auch die Muni nehmen. Ich muss sagen, ich bin geschädigt von den Lickern. Deswegen passe ich wirklich gut auf. Die Licker sind bei mir komischerweise weg. Also wenn wir das gemacht haben, drehen wir uns hier einfach um. Wahrscheinlich kommen die Licker noch und gehen hier durch. Einfach die Treppe hoch. Wie gesagt, ich verbrauche jetzt meinen Flammenwerfer ein bisschen. So, das müsste genügen. Hoffe ich mal. Dann gehen wir hier rein. Hier ist übrigens nochmal Schießpulver. Zweimal. Also kannst gleich was bauen. Ah ne, einmal ist das genau. So, brennen. So, jetzt habe ich es verbraucht. Jetzt habe ich einen Platz. Also, die sind wirklich gegen das Feuer nicht so gut. Okay, und hier haben wir auch schon die Notiz. Die ist ganz, ganz wichtig. Ich zeige nochmal hier auf der Karte, ja, damit du auch wirklich findest. Und hier haben wir das Gerät. Okay, bei Leon ist es anders. Okay, wir haben endlich das Gerät. Und jetzt wirst du gleich den Erfolg bekommen. Also, so, wir haben hier nochmal, wie gesagt, so eine Tube. Die kann ich jetzt nicht tragen, ich persönlich. Dann haben wir hier Muni. Die kann ich tragen. Hier ist eine Tür, die du aufmachen kannst. Und dann kommst du hier im, im Anfangsbereich im Endeffekt raus, wo du gespeichert hast. Und ja, genau das werden wir jetzt machen. Ganz, ganz wichtig. Kurz abspeichern.
Und jetzt holen wir uns endlich die Tasche. Weil jetzt haben wir das Gerät, dieses Wellengerät. So, was müssen wir jetzt machen? Wir gehen jetzt den ganzen Weg zurück. Wird jetzt ein bisschen dauern, aber du bekommst gleich einen Erfolg. Ja, und wie gesagt, das habe ich beim ersten Durchgang leider verpasst. Weil ich bin nicht drauf gekommen, dass ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen muss. Und ich konnte mich am Anfang auch nicht so gut orientieren. Aber jetzt wissen wir das alles. Übrigens, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich weiß, es gibt immer Kandidaten, die gucken zwar zu, lassen sich helfen, aber geben nichts zurück. Aber trotzdem, ja, danke an die, die es gemacht haben. Das waren ja auch genug. So, dann hier komplett durch. Wir sind fast da. Hier gibt es auch eine Figur übrigens. So, ganz bis zum Schluss. Und da müssen wir das jetzt reinstecken. Du siehst, da steht jetzt in Gelb Muff. Ja, nicht Nerf, sondern Muff. Und jetzt müssen wir das Ganze hier untersuchen. Dann drücken wir mal R1 auf Muff. Und jetzt passen wir die Wellen an. Du kannst dich bei mir orientieren, wie ich das mache. Zack, das ist das Richtige. Weglegen. Jetzt hier reinstecken. Zack. Und jetzt geht hier das Licht an. Hier ist auch ein Zombie, den kannst du gleich killen. So, hier ist die Tasche. Herzlichen Glückwunsch. Ich genieße das jetzt auch. Mein Erfolg. Endlich. Wuhu. Und hier ist eine Mr. Raccoon-Figur. Nice. Hier ist übrigens auch noch eine Notiz. Ganz, ganz wichtig. Mitnehmen. Und das Gerät haben wir auch mitgenommen. Perfekt. Guck mal, wir haben die gesamte Tasche. Okay, nachdem wir das gemacht haben, können wir auch wieder zurück. Jetzt können wir wieder weiterspielen. Wir sind im Endeffekt mit Leon fast fertig. Fast durchgezockt. Jetzt kriegen wir gleich nochmal eine Notiz. Ich hätte das Ganze ein bisschen besser machen können. Also ich hätte zum Beispiel die Dateien einblenden können, also im rechten Bildschirmrand. Also wie weit sind wir und so weiter, wie viele Dateien haben wir. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe einfach im Moment nicht so viel Zeit und selbst diese Videos kosten extrem viel Arbeit. Und bei mir ist es halt gerade so, dass ich nicht besonders viel Zeit habe. Ich habe jetzt eine Tochter bekommen, ganz frisch, und ich habe ja auch noch mein Business nebenbei, was ich führe, und ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe. Ich mache in die Nacht rein, ich baller hier wirklich durch für euch. Und natürlich hätte ich das noch ein bisschen besser machen können, aber es war einfach nicht möglich. Also mit den Kapazitäten, die ich jetzt im Moment habe. So, hier wieder rein. Und jetzt können wir im Endeffekt dort das Licht anmachen. So, jetzt haben wir auch Platz. Jetzt können wir das alles mitnehmen. Und jetzt muss ich mal auf die Licker ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich nehme mir meinen Magnum. Ja, genau, Magnum. Weil die sind zwar weg bei mir dort, aber ich denke, die sind noch da. Okay, so, wir sind fast da. Können wir dort mal das Licht anmachen. So, zack. Geht durch. Da ist er. Da ist der Licker. Weg, weg, weg. Ah. Also ich werde mit dem Lickern einfach nicht warm. Da muss ich eine Strategie finden für mich. Zack. Ich mache das halt immer so an der Tür. So, habe ich eine Heilung? Ja, ich habe noch eine Heilung. Nicht, dass er mich noch killt hier. Okay, der eine ist down. Da müsste aber eigentlich noch ein Licker sein. Ein zweiter. Ja, das ist kein Licker. Da ist der Licker. Guck mal, wie schnell der kommt. Das ist einfach nur krank. Ich muss sagen, ich bin vom Magnum ein bisschen enttäuscht. Alles klar. So, das haben wir erledigt. Jetzt können wir hier auch nochmal die Munition nehmen. Und das Kraut. Und jetzt ganz wichtig, hier müssen wir dann Strom einschalten. Dazu nehmen wir wieder unser Gerät. Signalmodulator heißt er. Untersuchen, drücken drauf. Dieses Mal brauchen wir Murf. Okay, so. Kannst dich orientieren. Weglegen. Dann reinstecken. Zack. Und jetzt haben wir hier Licht.
Und jetzt können wir unsere Kartusche da endlich mal kühlen. Dazu müssen wir hier rein. Und jetzt gibt es auch noch eine Datei. Einige E-Mails. Hier nach links. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie hier gibt es ein paar E-Mails. Das ist im Endeffekt ein Dokument. Und dann gehen wir hier weiter. Hier nach links. In den Kühlraum. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Und hier stecken wir einfach mal die Kartusche rein. Die wird jetzt einfach gekühlt. Die Sequenz kannst du überspringen übrigens. Hier, zack. Und jetzt können wir das Ganze versprühen. Hier haben wir nochmal ein Pulverchen. Das mische ich jetzt persönlich gleich. Dann habe ich hier Munition. Dann gehen wir aus dem Raum einfach raus. Und jetzt müssen wir in den Hauptraum, in dem wir die Kartusche einsetzen können. Hier einfach raus. Ne, ich nehme mal Schrotgewehr. Sicher ist sicher. Ja, Flammenwerfer ist nur gegen die Pflanzen gut. Genau, hier können wir jetzt auch rein. Das ist zweiter Zugang. Serverraum. Hier haben wir nochmal ein paar Sachen. Guck mal, das ist ja echt einiges. Und können nochmal abspeichern. Außerdem haben wir hier noch ein Messer, falls du eins brauchst. So, dann gehen wir wieder raus. Das nehmen wir natürlich mit. Verpassen wir nicht. Ist jetzt kein Muss, aber ja, nette Hilfe. So, dann gehe ich hier raus. Treppe hoch. Hier können noch ein paar Pflanzen sein. Versuch mal, die zu umlaufen. Okay, hat dann leider nicht funktioniert. Okay, das müsste reichen. Die Pflanzen verbrennen halt schnell. Die Zombies leider nicht. So, Kartusche hat sich schon mal ausbezahlt. Nice. Okay, so, jetzt müssen wir das Pflanzengift hier rein sprühen. Wir haben das jetzt gemischt und wir haben es gekühlt. Jetzt können wir das machen. So, das können wir überspringen. Wir haben einen Platz, weil wir kriegen jetzt gleich nochmal eine Karte hier. Und hier ganz wichtig, steck sie da nicht rein oder irgendwas, sondern fang sofort an zu laufen. Da war noch ein Gegengift übrigens im Eck. So, da ist die Karte und jetzt fangen wir an sofort zu rennen, okay? Ah, wir können das sogar gleich kombinieren. Aber sobald wir genommen haben, geht es los und wir rennen sofort. Weil wir stehen jetzt alle auf. Zack, scheiße, hat es nicht funktioniert. Aber manchmal kommst du hier durch. Also bei mir hat es schon oft geklappt. Da bin ich einfach durchgekommen. So, das ist das Problem bei Leon. Leon wird hier noch vom Tyrant angegriffen. Jetzt kriege ich gleich noch einen Schlag. Aber ich kann mir noch heilen. Aber, okay, ich habe es geschafft. So, jetzt hauen wir ab hier. Wir müssen jetzt wieder auf die Brücke. Denn jetzt haben wir Zugangsstufe 3. So, das riskiere ich jetzt nicht nochmal. Okay, nice. So, hier nochmal vorbei. Hier nach links. Und hier ganz, ganz wichtig, jetzt kannst du hier den PC lesen. Hier sind nochmal, das ist im Endeffekt ein Dokument, das du nur mit Zugangsstufe 3 lesen kannst. Nicht verpassen, bitte. Hier raus. Okay, ich denke, wir sind jetzt ungefähr noch 15 Minuten vom Ende entfernt. Und dann geht es auch schon mit Claire. Und die anderen Runs sind deutlich leichter, weil wir sehr wenig Sachen sammeln müssen. Ja, also der erste Run ist das Schwierigste. Im zweiten werden wir noch ein paar Erfolge machen. Im dritten werden wir noch ein paar Erfolge machen, weil wir haben jetzt nicht alles hier in diesem Run gemacht. Wir hätten noch mehr machen können von den Erfolgen. Aber das ist kein Problem, das machen wir dann im dritten. Mit Leon zum Beispiel, da gab es noch ein paar Sachen, die man gleich erledigen hätte können. Keine Sorge, am Ende wirst du alles haben. Also wenn wir dann die vier Runs haben. So, hier gehen wir durch. Hier gibt es noch ein Tape. So, ich nehme es jetzt mal. Ja, nehmen wir mit. Beim Tape bin ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen. Ob das als Dokument zählt, aber eigentlich nicht. Aber wir werden das jetzt gleich hier verbrauchen, das Tape. Also OSS. Wir gehen nochmal in unser Gerät hier. Untersuchen. OSS ist das erste. Passen es an. Zack. So, dann stecken wir das rein. Zack. Jetzt geht das Licht an, dann können wir auch den Videorekorder benutzen. Wichtig, bitte nicht aufmachen. Also deine Truhe. Sonst kriegst du den Erfolg nicht. Benutzen. Können wir überspringen.
Wie gesagt, bei der Kassette bin ich mir nicht ganz sicher, aber sicher ist sicher. Wir machen es einfach mal. Also so, jetzt können wir das Ganze wegschmeißen. Wir können die Kassette wegschmeißen und wir können auch noch Radio, also dieses Gerät da wegschmeißen. Dann haben wir hier nochmal eine Datei. Und jetzt können wir auch schon weiter. Im Endeffekt gibt es jetzt nur noch eine Datei zu sammeln. Hier gibt es noch ein Antigift, Gegengift. Also eine Datei haben wir noch und dann haben wir es für Leon. Das mische ich noch so hier durch. Und hier kriegen wir jetzt gleich die letzte Datei. Hier ist sie. Zack. Damit bist du das Spiel fertig. Also für diesen Durchgang. Dann nehmen wir hier einfach noch das Virus schnell. Also im Endeffekt müssen wir jetzt noch ein paar Bossfights machen. Okay, jetzt zurück zu Ada. Bevor du gehst, kannst du hier noch abspeichern. Und hier gibt es nochmal ein Pulver. Hier gibt es noch ein rotes Kraut. Und hier noch ein Pulver. So, nach der Sequenz gibt es hier einen kleinen Bossfight. Da muss ich jetzt persönlich halt aufpassen ein bisschen. Zack. Muss man sich halt ein bisschen mehr auf das Ausweichen konzentrieren und nicht einfach nur ballern. Okay, der kann es da hinschmeißen, habe ich jetzt nicht gedacht. Oh, das war knapp. Hier gibt es auch einige Gegenstände, kannst du auf der Karte auch sehen, wo die liegen. Hoppa! Okay, das war nicht so gut. Aber hier gibt es eine Heilung. Okay, es gibt hier keine Heilung. Bei Claire gab es hier eine Heilung. Scheiße. Ah, ich pack das. Am Rücken hat er auch noch eins. Ein Auge. Okay, es gibt tatsächlich eine Heilung. Das wundert mich jetzt. Ah, da ist sie. Da ist die Heilung. Das Spray. So, umlaufen. Springt hier rum. Wieso? Am besten warten, bis er diese Container packt. Dann kann man ihn auf den Rücken schießen. So, jetzt öffnet er sich. Und jetzt schön reinballern. Am besten schön aus der Nähe mit der Schwurti. Und abhauen. Nice. Okay, ausweichen hätte ich ein bisschen besser, aber ansonsten war das top. Ich hätte jetzt noch mein... Oh, jetzt ist er sauer. Ich hätte jetzt meinen Flammenwerfer ein bisschen besser einsetzen. Okay, nice, am Rücken haben wir schon. Das ist das Schwerste. Nice. Er ist halt easy. Bei mir ist halt so, wenn man halt noch redet zusätzlich, das ist halt ein bisschen schwieriger. Ansonsten, also der ist wirklich leicht.
Okay, der hat mich nicht getroffen, das war nur ein Stun. Weil er in der Nähe gelandet ist. Also jetzt nehme ich mal Flammenwerfer. So, brenn. Jetzt packt er sein. Schon rot wie ein Krebs. Okay, so, wir haben ihn fast. Wenn er das hier packt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er fast tot ist. Also dieses große Teil. Dann ist er fast tot. Und du siehst es auch, in seinem Bauch ist jetzt was offen und es geht auch nicht mehr zu. Jetzt habe ich ein Problem. Da bin ich jetzt im Eck gestanden. Ich nehme jetzt den Magnum. Okay, das war jetzt nicht so toll, wie ich das gemacht habe. Okay, passt. Okay, nehmen wir mal unseren Flammenwerfer nochmal. Das war jetzt echt knapp, weil ich so viele Fehler gemacht habe, aber... Okay, wir haben ihn. Nice. Also ist normalerweise ganz easy. Wie gesagt, wenn man halt noch nebenbei redet, dann ist es halt noch schwieriger. So, jetzt würde ich auf jeden Fall die ganzen Sachen mitnehmen, die hier rumliegen. Jetzt müssen wir auf diesen Aufzug hier. Klick. Dann geht's hier zurück, jetzt kommt gleich die Ada. Ah, falsch, ja. Hier rein. Jetzt kommt hier die Ada. Zack, überspringen. So, und jetzt haben wir nochmal hier so eine Sequenz. Wir müssen jetzt noch schnell fliehen. Hier einfach in den Aufzug rein, in der Mitte ist ein großer Aufzug. Ja, dann gehen wir hier einfach raus. Kommt eine Sequenz. Überspringen. Hier ist noch ein Messer. So. Da kannst du auch gerne nochmal speichern, wenn du magst. Ich werde das machen, weil ich keine Heilung habe. Ah, danach gehen wir hier rein. Wir haben jetzt nur noch einen Bossfight vor uns. Claire und Leon haben unterschiedliche Bossfights. So, da können wir hier durch. Dann den braten wir mal an. Was zum? Ja, komm schon. Okay, nice. So, da ist noch einer. Hätte man vielleicht hier auch durchlaufen können, aber ich riskiere jetzt mal nichts. Bin sehr stark verletzt. Hier ein Kraut, das würde ich nicht nehmen. Weil es gibt gleich noch ein rotes Kraut, weil dann können wir uns komplett heilen. Denn wir haben jetzt noch einen Bossfight vor uns. Mit ihm. Mit ihm haben wir noch eine Rechnung. Soll das ein verdammter Einfach Witz hier so zurückgehen. Umlaufen. Leak. Durch die Tür. Jetzt kriegen wir noch ein rotes Kraut. So, dann an dem kommen wir hier vorbei. Und... Hier kommt gleich das rote Kraut. Nach der Sequenz. Genau dahin. Und da ist es. Aber nicht die Truhe aufmachen aus Versehen. So. Das werden wir jetzt auch gleich mal essen. Das ist der Schlüssel. Den brauchen wir. Und dann kommt jetzt noch ein kleiner Bossfight. So, bei ihm ist es ganz einfach, du gehst einfach in dieses Eck
Und dann weichst du von einem Eck ins nächste aus. So. Das ist die erste Phase. Wir weichen einfach nur aus in dieses Eck. Dann umlaufen wir ihn wieder so, damit du einfach mehr Raum hast. Zack. Es kann sein, dass er springt. So, dann rennst du ein bisschen so auf ihn zu. So, dann wieder in ein Eck. Dann von einem Eck ins nächste Eck. Ganz, ganz easy. Das machen wir jetzt so lange, bis zwei Steine runterkommen. So, wieder auf ihn zu. Flieg. Ganz easy. Wenn du ein paar Mal stirbst, kein Problem. Start einfach nochmal neu. Trainier. Ist alles Übungssache. Alles Übungssache. So. Zack. Auf ihn ein bisschen zu. Nice. So, jetzt kommen die Steine. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. So, versuch nicht zu den Steinen zu gehen, sonst macht er sie kaputt, weil die Steine brauchen wir. Denn ab jetzt, so jetzt war ein bisschen unglücklich hier, ab jetzt macht er eine neue Attacke und die ist unblockbar. Und wenn, da guck mal, jetzt lädt er sich auf. Geh einfach so hin, aber nicht zu nah an die Steine, sonst treffen dich die Splitter. Diese Attacke tötet dich mit einem Schlag. Du kannst ja auch nicht ausweichen. Du kannst nur dich entweder hinter den Steinen verstecken, ganz wichtig. Oder wenn er die Steine kaputt macht, dann kannst du ihn anschießen, okay? Deswegen habe ich hier die Lightning Hawk gerade genommen, weil das ist so die beste Waffe gerade bei mir. So, ich versuche aber natürlich hier so zu stehen, damit er den Stein trifft. Okay, jetzt hat er den Stein kaputt gemacht. Jetzt kann ich ihn nur anschießen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Okay, normalerweise drei Hits. Ich habe ihn aber einmal in die Hose getroffen. Oder zweimal sogar. Zack. Also, ich finde, springen kann man am leichtesten ausweichen. Und jetzt kommen gleich nochmal Steine vom Himmel. Aber die werden dir nicht mehr helfen, da, sondern die schränken jetzt unsere Bewegung ein. Weil wir haben jetzt weniger Platz. So, und jetzt musst du nur noch ein bisschen aushalten. Das war jetzt ein bisschen kacke. Nur noch ein bisschen. So, anschießen. So, dreimal, siehst du. Müsste jetzt noch einmal ungefähr so kommen. Und dann hast du es geschafft. Komm halt durch. Wir packen das. Wenn du halt ein paar Mal stirbst, dann ist nicht schlimm. Okay, wir haben es geschafft. So, jetzt kriegen wir hier einen Raketenwerfer. Ah, jetzt habe ich viel zu viel Scheiße geredet. Ich muss mich konzentrieren. So, schnell den Raketenwerfer nehmen. Okay, passt. Wir haben es geschafft. Einmal anschießen, fertig. Also konzentrier dich, siehst du, ich bin am Ende noch fast gestorben. Nice. Also wie gesagt, wenn du ein paar Mal stirbst, kein Problem, start einfach mal neu. Da muss man ein bisschen Übung haben, ja. Also ich bin am Anfang auch ein bisschen gestorben, weil ich ihn nicht so gut einschätzen konnte. Ja, du hast es schon geschafft. Wie gesagt, ich habe es jetzt zweimal geschafft. Beim ersten Mal habe ich es leider nicht aufgenommen. Und den Minimalist, also die Minimalist-Herausforderung habe ich schon bekommen. Für die Box. Also wenn du es genauso wie ich gemacht hast und die Box nicht benutzt hast, dann musst du jetzt einen Erfolg jetzt gleich kriegen. Hier nochmal überspringen. Nochmal überspringen. Und jetzt müsste der Erfolg aufploppen. Zack. Okay, wir haben es geschafft. Ich habe viel Zeit gebraucht, du siehst es im Hintergrund. Ganz einfach, weil ich für dich das Video aufgenommen habe. Und mir geht es jetzt nicht darum, hier einen krassen Rang zu kriegen, sondern ich will, dass du alles schaffst. Und das bedeutet mir wirklich viel, weil für mich Spiele einfach sehr, sehr wichtig sind. Ich habe früher wirklich sehr viel gezockt. Ich war Achievement Hunter, ich habe über 25 Jahre gespielt. Und dann hatte ich eine kleine Pause, weil ich mein Business aufgebaut habe. Aber ich habe Spielen sehr viel zu verdanken. Spiele, deswegen hier auch Respekt an dieser Stelle. Nicht jeder zieht sowas durch. Nicht jeder ist bereit, sich wirklich zusammenzureißen, durchzuhalten, aufmerksam zu sein und so weiter und so fort. Weil die meisten Leute, die kacken einfach ab. Wenn sie so eine Herausforderung sehen, dann hören sie sofort auf, sagen, es ist ein Scheißspiel und so weiter. Und wie gesagt, mich haben halt solche Spiele krass gemacht. Ich habe gelernt, durchzuhalten. Ich habe gelernt, mir Ziele zu setzen. Ich bin einfach gewachsen an den Spielen. Und bin dann auch dadurch in mein Business dann reingegangen, habe auch mein Leben aufgebaut. Und deswegen an dieser Stelle Respekt, ja, dass du es durchgehalten hast.
Und ich gebe wirklich mein Bestmöglichstes, also ich versuche die Videos so schnell wie möglich zu produzieren, aber ich habe halt hinter den Kulissen auch noch ein Business zu leiten, ich habe jetzt eine Tochter, also ich gebe mir wirklich Mühe, deswegen wenn einige kleine Fehler von meiner Seite jetzt gekommen sind oder sagen wir mal, ich habe die Dateien nicht eingeblendet, ich hätte das auch noch machen können, im rechten Bildschirm könnte ich einblenden, eine von 10 und so weiter, aber das habe ich einfach im Moment nicht, ich habe die Zeit nicht und ich gebe wirklich mein Bestes für dich, dass du die Videos schnell kriegst und ja, dass du das auch packst und dass du auch an solchen Herausforderungen wächst und eben merkst, dass mehr in dir steckt und dass du halt mehr schaffen kannst. Ja, und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an alle, die mich unterstützt haben, weil ich weiß, im Gaming ist es so, dass es überall so im Leben, es gibt halt Arschlöcher, die konsumieren etwas, geben aber nichts zurück, aber es gibt halt auch korrekte Leute, ja, und für diese Leute mache ich das. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Also das bedeutet mir wirklich viel, für die Likes und alles, weil der Kanal wächst dadurch. Und ja, vielen, vielen Dank. Bald kommen neue Parts. Ich gebe wirklich mein Bestes. Die nächsten Runs werden deutlich leichter. Also die sind viel, viel leichter. Wir müssen jetzt weniger sammeln. Und schon bald haben wir alles geschafft. Also herzlichen Glückwunsch nochmal und Respekt, dass du wirklich solche Sachen machst. Weil die meisten Leute, wenn die solche Herausforderungen sehen, geben sie sofort auf. Und die Begründung ist, das Spiel ist scheiße. Ja, das ist übertrieben und so weiter. Wir alle wissen, dass sie einfach kein Durchhaltevermögen haben.